Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Es ist ein neuer Patch rausgekommen mit einigen neuen Inhalten und Features und genau diese möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Als erste Neuerung haben wir einen neuen spielbaren Dinosaurier, nämlich diesen wunderschönen Lambeosaurus. Das ist ein relativ großer Herbivore, der sich hoffentlich auch gut verteidigen kann. Also ich habe ihn noch nicht angetestet, das werden wir gleich gemeinsam tun. Aber der sieht so aus, weiblich, männlich. Gibt natürlich wieder ganz, ganz viele Skins für den. Kann man sich dann wieder durch die Quests freischalten. Aber wir spielen jetzt erstmal hier mit diesem Bäcker-Skin, würde ich sagen. Der ist nämlich ganz schön. Hier gibt es natürlich auch noch Abwandlungen. Dann hat man hier oben diese Stacheln. Oder auch nochmal das Horn anders. Das sieht ja super interessant aus. Und da sind wir schon auf der wunderschönen Karte Panjura. Es sieht wirklich richtig, richtig cool hier aus und atmosphärisch. Und der Lambeo passt hier auch perfekt rein. Der sieht echt toll aus. Mal gucken, wie der sich spielt. Da bin ich gespannt. Ja, der Wendekreis ist natürlich schon ein bisschen größer als bei den anderen Herbivores. Aber der ist ja auch mit Abstand der größte, ne? Ich glaube, davor war der größte der Styraco oder der Kentro, den man spielen konnte. Das war jetzt der Einserschrei. Schreie gehen wir gleich auch noch durch, aber ich möchte mal ein bisschen hier rumlaufen. Unten seht ihr auch die Ausdauer, der scheint momentan noch relativ viel zu haben. Also die ist noch nicht groß runtergegangen. Als Attacke hat er ein Schnappen. Aber da werden auch noch mehr Attacken dazukommen. Aber zu dem Punkt kommen wir gleich auch noch, weil durch den Patch sind auch wieder einige Attacken für andere Dinosaurier dazugekommen. Kann der schwimmen? Er kann tatsächlich schwimmen. Aber nur sehr, sehr langsam. Und die Ausdauer geht relativ schnell runter. Das heißt, er ist vielleicht nicht so der Beste für das Wasser. Schnell wieder raus hier. Blenden wir wieder die Anzeige hier aus. Und dann legen wir uns mal hin. Oder setzen uns erstmal hin. Das sieht so aus. Auch sehr süß. Und schlafen sieht so aus. Oh. Das ist auch echt cool. Er bewegt sogar seinen Schweif da hinten. Das ist ja süß. Bevor es jetzt hier ganz dunkel wird, gehen wir mal kurz die Schreie durch. Das ist jetzt der Einser. Den hatten wir ja vorhin schon. Jetzt der Zweier. Dreier. Oh, der ist aggressiv, ne? Sieht cool aus, wie er mit seiner linken Pfote so auf den Boden stampft, so ein bisschen. Jetzt kommt der Vierer. Fünfer. Einmal schütteln. Sechser. Da schaut er sich um. Siebener. Den gibt's nicht mehr. Achter, Neuner gibt's auch nicht. Okay. Das ist F. Und das waren alle Schreie. Ich finde das echt cool, dass die Dinosaurier so viele Schreie und Animationen haben. Das wird das Ganze später viel lebendiger machen. Precise Movement können wir auch nochmal ausprobieren. Der kann natürlich auch rückwärts gehen. Sowas ist in einer Verteidigungsposition natürlich sehr praktisch. Wenn man sich auf der Stelle so ein bisschen drehen kann. Das funktioniert auch. Man kann auch seitlich gehen. Ich bin echt gespannt, wie der sich dann später im Kampf schlagen wird. Aber das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann im Livestream gemeinsam herausfinden. Als nächste Neuerung sind weitere Attacken für einige Dinosaurier ins Spiel gekommen. Unter anderem für den Konkavenator. Der kann jetzt so einen Klauenangriff ausführen. Den seht ihr unten auf der rechten Seite, das lilane Symbol. Das Ganze geht mit Rechtsklick. Und mit Linksklick ist natürlich das normale Schnappen. Ich denke mal, dieser Angriff ist dafür gedacht, dass wenn ein kleinerer Angreifer hier unter ihm durchläuft, dass er dann zuhacken kann. Ob das so sinnvoll bei dem ist, das weiß ich nicht, weil der ist ja selber gar nicht so groß. Müsste man dann testen. Aber neue Attacken sind immer gut. Und auch der Spinosaurus hat einen Klauenangriff bekommen. Bei dem finde ich das schon um einiges sinnvoller, muss ich sagen. Weil wenn dann wirklich die kleinen Angreifer durch seine Beine laufen, kann er damit einfach zuhacken und die dann vermutlich töten. Das ist sicherlich super, super praktisch.
Und schnappen kann er natürlich auch noch ganz normal. Es sollen aber auch durch zukünftige Updates noch weitere Attacken für andere Dinosaurier in das Spiel dazukommen. Die nächste Neuerung sind zwei neue Fischarten. Die kann man in den Seen von Panjura finden. Da haben wir unter anderem einmal die Forelle und den blauen Sonnenbarsch. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier auch herumschwimmen, sonst würde ich euch die gerne natürlich zeigen. Aber das werden wir im Laufe des Spiels sowieso noch herausfinden. Außerdem kann man jetzt auch während des Schwimmens die Fische verzehren. Das ging vorher auch nicht. Das heißt, unter Wasser kann man sich auch einen kleinen Snack gönnen, den man sich gerade frisch geangelt hat. Ist, denke ich, auch mal super praktisch. Weil der große Vorteil von solchen Dinosauriern, die halb im Wasser, halb am Land zurechtkamen, ist es natürlich, dass die sich im Wasser halt geschützt fühlen, so ein bisschen. Und was auch noch dazu gekommen ist, man kann jetzt die Seen überfischen. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht alles leer angelt, was da drin ist. Weil wenn man zu viele Fische da rausholt, dann kann es passieren, dass keine weiteren spawnen. Und zu guter Letzt wurden auch noch einige Verbesserungen zu den Quests hinzugefügt. Denn es gibt jetzt dinosaurier-spezifische Quests. Das heißt zum Beispiel, ein Spinosaurus, der ja auch gerne fischen geht, bekommt dann eine Quest wie zum Beispiel, Fische in verschiedenen Größen zu fangen. Diese ganzen Quests sollen aber in Zukunft auch noch viel, viel mehr werden und viel, viel abwechslungsreicher. Was ich persönlich auch super, super gut finde, weil dann hat man nicht so viel Langeweile und hat immer eigentlich was zu tun. Und Leute, das war das neue Update von Path of Titans. Ich hoffe, diese kleine Vorstellung hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.